Guten Tag, Herr Goldberg. Nachdem der Wahlausgang in Frankreich dem DAX zu weiteren Rekordständen verholfen hat, bleibt es diese Woche spannend. Wenn wir einen Blick auf die Ergebnisse unseres Sentiments werfen, habe ich das Gefühl, dass die rasante DAX-Entwicklung durchaus auch von vielen Anlegern mit Vorsicht genossen wird. Teilen Sie diese Auffassung? Nun, man darf natürlich eins nicht vergessen, am Allzeithoch ist die Frage, die am meisten gestellt wird, kann ich jetzt noch einsteigen? Und das ist eine Frage, die naturgemäß sehr schwierig zu beantworten ist, weil man sich natürlich schwer tut, ohne weitere Orientierungspunkte tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Und dann kommt natürlich hier noch hinzu, was wir im Umfeld gesehen haben, die, wie Sie eben richtig gesagt haben, die Frankreich-Wahlen sind abgehakt, das größte Risiko scheint vom Tisch zu sein. Ökonomisch haben wir jetzt auch nicht mehr Nachrichten zu erwarten, die so sensationell ausfallen werden, dass man hier daraus ablesen kann, dass der DAX richtig nach oben geht. Und wir haben viele, viele Argumente, die eigentlich dafür sprechen, sich hier nicht im DAX zu engagieren. Das haben auch die institutionellen Marktteilnehmer festgestellt und das haben wir an unserem Börse Frankfurt Sentiment Index gesehen. Wenn wir jetzt uns die Grafik angucken, dann sehen wir nämlich hier einen deutlichen orangen Balken, der ins Minus geht. Das heißt also, wir haben hier eine Verschiebung im Sentiment gehabt von 22 Punkten auf einen Stand von minus 16. Und das ist der zweitniedrigste Stimmungsstand in diesem Jahr. Und das ist natürlich nicht ganz unproblematisch, denn wenn wir uns mal vergewissern, was so oder vor Augen halten, was das letzte Mal in diesem Jahr, als wir bei minus 20 waren, also bei einem ähnlich niedrigen Stand passiert ist, da ist der DAX nämlich in der Folgewoche deutlich nach oben gegangen. Ich glaube, es waren 2,7% gewesen. Und das könnte natürlich hier ähnlich ablaufen. Auch die Privatanleger haben sich auf die Bärenseite geschlagen. Nicht ganz so stark. Das liegt daran, dass wir bei den Institutionellen einen richtigen Richtungswechsel gesehen haben, von Long nach Short, wenn man so will. Und bei den Privatanlegern eher die vorsichtige Haltung zu beobachten haben. Wir haben hier auch vorher ein positives Sentiment gehabt. Wir haben einen Stimmungswechsel von 15 Punkten, jetzt auf einen Stand von minus 7. Und diese minus 7, das ist auch hier der zweitniedrigste Stand in diesem Jahr. Und jetzt scheint die Geschichte natürlich relativ klar zu sein, aber für den DAX ist das eigentlich nicht negativ, sondern für den DAX ist das eher als positiv zu sehen. Denn diejenigen, die heute verkauft haben, die auf die Short-Seite sich teilweise geschlagen haben, die haben das natürlich deswegen gemacht, um niedriger wieder einzusteigen. Wir haben seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten haben wir 6 Korrekturen gesehen. 6 Korrekturen, die nicht besonders ausgeprägt waren. Das heißt, man muss hier doch relativ fix sein an der Unterseite. Das war so eine Schwankungsbreite von, die kleinste Korrektur war 2,2% gewesen, die wir gesehen haben, die größte bei 3,7% Kursrückgang. Sprich, unterm Strich, der DAX sieht nicht schlecht aus, der wird im Falle, dass es runtergeht, wird er gut gehalten sein. Allerdings, wenn die Kurse nach oben durchlaufen sollten, es gibt ja immer noch langfristige Nachfrage aus dem Inland, die hier tatsächlich für ein Weiterlaufen des DAX sprechen könnten, nämlich vornehmlich, wenn wir über 13.000 sind, da werden natürlich diejenigen, die heute sich auf die Bärenseite begeben haben, die werden die Notbremse dann ziehen müssen, aber nicht vor der runden 13.000, glaube ich zumindest. Das heißt also unterm Strich, die Stimmung ist schlechter, aber für den DAX heißt das hier eine weiterhin gut gehaltene Entwicklung. Das war's von meiner Seite für heute. Vielen Dank für diese Analyse und bis nächste Woche.